Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Viele bis Infinity Wolf Sky Club mit dem aggressiven Jan, der andauernd alle Leute verprügelt. In der letzten Folge haben wir uns doof und dämlich gecraftet und haben einen Reaktor gebaut. In der heutigen Folge bauen wir einen Mass Fabricator. Hallo Jan. Hallo Nils. Man kriegt in der Luft keinen Rückstoß. Lol. So, dieser Mass Fabricator ist folgendermaßen aufgebaut. Also eigentlich ganz easy. Ich will sterben. Wer baut was? Ich Ja. bin Glowstone. Gut, dann nehm. Okay, willst du die Advanced Circuits nehmen und den Leptin Crystal? Nicht tun. Weil dann brauchst du 4 Advanced Circuits, 2 für den Crystal, 2 für das Ding so und dann mache ich die Advanced Machine Frames, okay? Scheiß Circuits, ja, okay. Also brauche ich ganz viel Gold und Redstone. Yes. Was für Jolt. Jolt. Ah. Ich schmeiß mir erstmal wieder die altbekannte Presse an. So, dann brauche ich Redstone Chipsets. Ich weiß, dass ich die mal hatte, aber hier sind auch welche drin. Ich weiß auch, dass ich 1 Million Kisten habe, wo 1 Million Zeug drin ist. So. Fangen wir mal ganz am Anfang an mit dem Standardkram, den du dafür brauchst. Und zwar braucht man für einen Advanced Machine Frame 2 Billow Machine Frames, die easy sind. Inzwischen. Reinforced Iron Plate. Also einfach mal Stahl durchklopfen. Achso, stimmt, man darf ja nur von hier auf das Ding zugreifen. Frage ist, haben wir davon noch welche? Ach egal, ich mache einfach mal welche. Nämlich 4 Stück pro Teil, also 8. Und 8 sind ja fast 9, das heißt, ich tue einfach mal 9 durchjagen. So, das war's erste. Warte, habe ich gesagt Reinforced? Achso, ja, okay, keine Dents, weil Dents wären ja noch richtig teuer geworden. Danach brauche ich nur noch solche Carbon-Teile, aber davon hatte ich mal irgendwann ein paar zu viele. Nur wenn ich die wiederfinde, dann. Ja. Kriege ich einen Friedensnobelpreis. Also ich vermute, wenn ich die neu mache, bin ich schneller, als wenn ich die jetzt hier suche in meinem Chaos. Okay, was kann ich hier noch suchen? Advanced Alloys. Also davon hatte ich auf jeden Fall noch welche. Die könnte ich noch nicht alle verbastelt haben. Davon hatte ich ja mal einige gemacht. Hier. 5 Stück, sage ich doch. Habe ich davon vielleicht noch irgendwo mehr rumliegen? Nein, habe ich nicht. So, dann mache ich jetzt erstmal diese Carbonplatten. Dafür brauche ich. Ja, ich glaube ein Stack Pulverized Coal. Kann ich dafür ruhig mal machen. Ah, das nervt meine Ordnung. Muss mal ein bisschen mehr Ordnung schaffen bei dir. Quatsch. Ich finde ja alles wieder noch, alles dreimal durchgucken. Kannst auch unten einfach eingeben, was du brauchst und das ist dann doppelklicken. Ich weiß, aber dann lösche ich immer das Rezept und muss das neu reinschreiben, was ich gerade craften will. Ja, die Fall hat bei dir gewonnen. Ja, da sind wir wieder bei unserem Standardproblem. Ah, und ich weiß, was ich noch bauen kann. Und zwar. Glass, Fiber. Wie hießen die? Glass Cable? Ja. Ne, die sind von der Applied Energistics. Die sind falsch. Die will ich nicht. IC2. Und zwar gibt es von IC2 solche Glaskabel und die leiten einen Haufen Strom. Du noch diese Lapisviecher? Na, Lapis kannst du doch einfach. Ah, hier sind 4. Gut, danke. Das ist alles nur Applied Energistics. Ja, Glass Fiber Cable. Oh. Baue ich die mal? Ja, die baue ich. Wir haben noch einen Makerator, oder?
Ja, haben wir. Gut. Hättest Das du gerade gar brauche nicht ich. sagen. Hast du das sogar letzte Folge gemacht? Ist zu lang her. Ja, okay, wir haben jetzt ein paar Tage Pause gemacht zwischen den Folgen. Kriege ich da immer nur eins raus? Oh, die sind ja voll Abzocke, die Dinger. Ja, okay, ich sollte mal so Zähne machen. 10 würde ich schon brauchen. Dann lasse ich mal unseren Makerator losarbeiten. Oh Gott, ist das Ding langsam. Und mache währenddessen, ich brauche mal 2 davon, also kann ich gleich Hast du noch ein bisschen eigentlich. Signalum? Signalo? Signalum, ja. Nicht im Inventar, muss man in meinem Chaos suchen. Was ist echt andersrum? Aber bestimmt. Ich habe 8 Signalum-Nuggets, habe ich gerade gefunden. Bringt dir die was? Bring mir was. Okay, hab's hier vor dir, genau, hingedroppt. So. Das sind einiges an Kabel. Oh, und Muss unser. ich nämlich weniger von diesem blöden Blend noch machen. Wieso hat unser Macerator einfach keine Verbindung an unseren Energieblock? Keine Ahnung. Ja, auch nicht. Ich das doch nicht. Boah, ist der schnell. Aber unser Stack Kohle ist durchgelaufen. Dann kann ich jetzt auch unseren Warum so viel Macerator hier Kohle? von dieser schweren Aufgabe befreien, Silber klein zu grinden. Dann soll das jetzt bitte mal lieber der hier übernehmen. Und damit kann ich jetzt die hier machen, die hier, und dann haben wir Walkbone. Und dieses rohe Carbon kommt jetzt in unseren Kompressor und dort wird es zu Carbon verarbeitet, was wir wollen. So, als nächsten Schritt brauchen wir ein bisschen Glas. Und dann machen wir nochmal den Tank von Ender.io. Der ist ja eigentlich total einfach, wenn ich das Rezept jetzt noch richtig rummache. Wäre das der Hammer? Natürlich nicht. Aber ich konnte den wirklich noch. Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt. Okay, ich muss erst diese drei Kabel, die drei Dinger craften, die Kabel, um dann mehr zu machen. Auch nicht schlecht. Weil aufgeräumtes Inventar. Wieso komme ich überhaupt inzwischen auf die Idee, irgendwas mit Ney autocraften zu wollen? Klappt eh nicht. Bei Industrial Craft Items zumindest. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Schwerer macht es den Mod jetzt nicht unbedingt. Aber nerviger. Und das um einiges. So. Der Kompressor hat schon einiges fertig von dem Kram, den ich gerne hätte. Hast du nachher ein bisschen flüssiges destabilisiertes Redstone? Nein. Ich habe da so 7 Eimer gemacht. Egal, kann man gebrauchen. Ah, ich weiß, was für die Steel Plates. Ja, okay. Wenn du meinst. So, was ist eigentlich hier unten drin? Hm. Okay, dann hier außen die Steel Plates, die Advanced Alloys und da außenrum Carbon. Zack. Das sind 2 Advanced Machine Frames, die ich nirgendwo hin tun kann, weil mein Inventar voll ist. Gibst du mir? Bitte sehr. So. Kann ich dir noch irgendwas bei dem Mass Fabricator helfen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe Gut. eigentlich alles andere. Die Circuits mache ich ja halt gleich. Da habe ich eigentlich auch schon alles für.
Wie gesagt, warte ich noch auf das Signal um. Gut. Dann haben wir jetzt hier alles dafür vorbereitet, dass der Reaktor gleich anlaufen kann. Und ich würde. Nils, hast du Ja. noch die Rüstung? Ja. Wenn ja, komm mal mit der her. Komme. Brauchst du sie? Sieh sie dir an. Gern meinen oberen Table. Oberen Crafting Table. Soll ich es rausnehmen oder craften? Ja, rausnehmen. Und wo soll ich es hin tun? Pack's mal zu dem Uran. Ja, da kannst du es ja selber sortieren. Ah, hier ist auch noch welches. Oh, das ist Holz. So, ja. Silber. Ey, wieder reintun damit. Ja, ich hab's hier unten hingelegt. Okay. Ich dachte, du hättest da irgendwas rausgenommen. Okay. Dankeschön. Cool. So, ich mach mal einen kurzen Cut und bevor wir jetzt den Reaktor anschmeißen, mache ich mal ein Server-Backup, nur so zur Sicherheit. So, Leute, wir haben jetzt ein kleines Backup vom Server erstellt und ja, sind jetzt wieder hier. Mir ist gerade aufgefallen, dass Powdered Iron Ore da drüben vollgelaufen ist. Deshalb mache ich jetzt einfach nochmal so einiges an Void-Upgrades, damit nicht noch mehr vollläuft. Und ich sehe gerade, ich habe hier schon 12 von diesen Upgrade-Teilen. Brauche ich nur noch einiges an Stöckern. Zack. Und dann sollte ich schon ein paar davon machen können. Ich brauche noch mehr Sticks. Huch, jetzt habe ich alles weggeschmissen an Holz. Auch nicht schlecht. Ich habe mal ein Stack von. So, und jetzt habe ich noch 12 Void Upgrades. Und diese bewirken, dass überflüssige Items gelöscht werden. Ich gehe jetzt mal hier durchgucken. Was ist viel da? Was könnte potenziell volllaufen? Redstone könnte volllaufen. Das könnte volllaufen. Da mache ich jetzt hier auch mal einen drauf. Hier ist viel Platz. Auch viel Platz. Die sind ja eh egal. Da wird ja nichts automatisch einsortiert. Das könnte volllaufen, habe ich die Vermutung. Das nicht. Das ist alles relativ leer. Oh, das ist voll. Ganz schön. Ember braucht eh keiner. Da kommt mal einer drauf. Die sehen ganz gut aus. Und die auch. Sehr gut. Damit werden die jetzt mal alle automatisch gelöscht, die ganz schön voll aussehen. Na, hier geht es ja Jetzt tatsächlich wohl. überall. Ja. Wohin? Sekunde. Er kriegt Flint noch einer. Der Müll und Iron, warum nicht? Und ach, Kupfer. Ist auch mal so viel los. So, komm mal bitte mit. Dahin. Neben den Tanken und zwischen, also Glaskaserkabel und Tank. Genau. Dann sagen wir, hier ist ein Input von dem Teil. So, und jetzt. Ja. Ich hätte irgendwie mehr erwartet. Lol. Guck mal. Juju Meta. Ja, 10%. 10%. 15. Ich lasse noch ein bisschen. Ah, ich. So, und wenn jetzt diese Quad Fuel Rods durchgelaufen sind, dann hast du das, was du brauchst, und zwar dein Plutonium. Hier, jetzt mach mal einen Recycler. Das ist Quatsch. Okay, gerade. Das läuft jetzt einfach so im Hintergrund durch. Also wir werden das erstmal nicht so verstärkt brauchen. Meiner Meinung nach. Weshalb wir das jetzt einfach mal so im Hintergrund hier laufen lassen können. Aber eigentlich so cool, dass wir jetzt schon gleich unser erstes Video Meta haben. Ja. 0,001 Millibucket. Ja, genau ein Midi-Bucket haben wir dann. Ja, stimmt.
Also, ein Tausendstel Eimer. Oh, warte mal, ist das hier noch alles? Jetzt, du brauchst eine Aufgabe. Sekunde, ich muss erstmal hier den Chunk mitclaimen, weil wäre doof, wenn die Hälfte unseres Reaktors einfach nicht geladen ist, wenn wir nicht auf dem Server sind. Jetzt? Eigentlich nicht, nö. Guck mal, unsere Basis, mach mal die ganzen Blöcke weg, wo wir gestorben sind. Ja, da sollte ich vorher nochmal mein Jetpack aufladen gehen. Ja, willst du noch mal eins mitnehmen, dass du nur wechseln kannst? Nehme die Powerbank mit. Oder so. Weil jetzt kann ich da runter gehen. Ganz entspannt. Was ist hier unten für ein Komplex, Junge? Oder? Hier. Hier war ein ganzer Ja, da bin ich mal Häuserkomplex. gestorben. Ja, da bin ich mal gestorben und hatte Wasser im Gesicht. Und du hast es nicht weggemacht, oben das Wasser, also musste ich mich hier einbauen. Ah. Lol, ich fang mal hier drüben an. Ja, ich helfe dir. So, hier drauf bin ich das erste Mal gestorben. Das war so unsere erste Item-Rettungsaktion hier unten. Aber viel tiefer dürfen wir nicht gehen. Das war bestimmt mein zweiter Tod hier. So, machen wir den auch weg. Und dann ist hier drüben noch einer. Aber der ist ja wirklich mini. Ah, das war der, wo du dich runter teleportiert hast. Glaube. Ich hab gesagt, ja, pass auf, wir teleportieren uns nach runter. Und Jan so, ja, probiere ich aus. Okay. Ja, nein, du sagtest, das Trackportet einen auch nach unten. Ja. Und ich war der Meinung, ja, das möchte ich selbst sehen. In deinem jugendlichen Leichtsinn. Genau. Ein jugendlicher Leichtsinn. Wo stand das Ding denn? Das hier oder hier? Ich glaube hier. Ja. Dann noch wieder schön ans Stromversorgungssystem anschließen und perfekt. Was sagt unser Cookofen? Lol. Lol, sagt der. Keine Kohle und Kein Eisen. keine Stahlblöcke. Wir könnten den mal. Ah, ich weiß, was wir machen können. Mit dem Rest der Ja. Folge. Wir bauen den Reinforced Blast Furnace. Wir brauchen wir nämlich Steel Plates und das Teil. Und dieser Blast Furnace besteht aus wie vielen Blöcken? Ist in der Mitte hohl, gell? Also sind das 9? Hä? Nicht um 36. Das heißt, wir brauchen dafür 36 Stahlplatten. Und einige davon werden wir noch irgendwo hier rumliegen haben. Das heißt, nur 35 und die ich jetzt mal hier drüben alle machen. So. Genau, kommen auch Stahlplatten bei rum. Sehr schön. Okay. Gibt einen Mod, den man nicht machen kann hier in dem Spiel. Welchen? Draconic Evolution. Warum nicht? Weil wir dafür das Erz brauchen und das Erz müssen wir finden. Ich habe kein Rezept gefunden, wo man das wirklich herstellen kann. Draconic. Du kannst Erze auch wachsen lassen. Hier, es gibt doch Draconic Orders. Ex-Astrix. Draconium Ore Gravel. Kriegst du das? Aus Crushed Endstone. Achso, okay. Da Also für kommt Endstone. Broken Platinum Ore raus und mit 3% und mit einer 7%igen Chance kommt Draconic Zeug raus. Na, dann geht's doch. Wäre es doch geklärt, dass das auch geht.
Und Endstone machen wir ganz einfach, und zwar indem wir Sand und Enderperlen, glaube ich, waren es. Oder Sandstone und Enderpearls, irgendwie sowas. Zusammen. Dann Stein, glaube ich. Zusammenklopfen. Lol, guck mal. Es kommt einfach schneller Scheiß hier rein, als dass es rausgezogen werden kann. Ja, weil die anderen Kisten hier hinten auch noch voll sind. Gib dem mal ein Hütchen. Ja, okay, weil es wieder verstopft war. Aber das hier ist jetzt auch verstopft, ja. Oh nö, es ist gar nicht mal so schlimm verstopft. Hier ist doch was frei. Bist du dumm? Er schmilzt doch. Ja, ich habe jetzt hier die ganzen Kram wieder nach oben gesteckt, aber... Ja, okay. Er macht weiter, er tut wieder was, meinetwegen, mir egal. Das könnten wir noch machen, und wir könnten jetzt ein System... Ich dachte, okay, jetzt. Du willst den Furnace bauen. Ja, ich baue erstmal den Furnace aus, und das bauen wir dann in der nächsten Folge. Da bauen wir dann eine Plattformerweiterung dran. Und bauen das dann, ja, sozusagen, dass auch noch die Ores eingelagert werden können. So, dann tue ich mal den ganzen Quatsch hier rein, den ich jetzt dadurch gelootet habe. Und baue den Kram mal ab hier. So. 36, ich habe mal richtig gerechnet. So, dann hier oben drauf. Ich hoffe, das war jetzt auch das Rezept, oder... warte mal, wieso habe ich jetzt noch zwei Blöcke übrig davon? Achso, stimmt, der war ja nicht hohl. Hammer. Okay, wo ist mein Engineers Manual? Das wird anscheinend anders aufgebaut, das Teil. Kann ich nur die Presse rausnehmen jetzt. Warum? Aus deinem Stampfer. Warum willst du die rausnehmen? Weil ich was bauen möchte. Du musst einfach Shift Dings drauf machen. Hier, bitteschön. Okay. Das ist die Rolling Machine. Upsi. Einfach rechtsklick. Okay. So, dann Heavy Machinery. Improved Blast Furnace, genau, das haben wir gemacht. Und ah, oben. Die Maschine tut das gleich wie eine Rolling Machine. Die da? Ja, oder? Ja. Nö. Also kann man ja nicht diese Pressen bauen. Okay. Weiß ich. Hey, warte, was willst denn du bauen? Na, für Reaktor bei mir weiter. Ja, ich sag mir mal das Item, was du brauchst. Inscriber Press und so. Nö, das geht dann nicht. Also brauche ich eine Rolling Machine. Ja. Da brauche ich meine. Do it. Ah, ich weiß, was ich als nächstes machen kann. So, Achtung, so geht das. Und jetzt haben wir hier, blub, den coolen Blast Furnace. So, und ich würde sagen... Ach ne, den zweiten davon baue ich jetzt nicht. Kann ich mit denen irgendwas noch machen? Haben die irgendeinen Nutzen, diese Blöcke? Überhaupt keinen. Na gut, dann stapel ich die einfach jetzt hier auf unseren halben anderen Blast Furnace mit drauf. Und wenn sich irgendwer mal bewogen fühlt, hier noch zwei weitere Blöcke hinzuzufügen, ist das ein kompletter. So, aber... Ich muss so ein paar Tin-Elektronen-Tunen machen. Diese Elektronenviecher raus, Tin. Muss davon ein paar machen. Sekunde. Ich muss mich erstmal um unsere Schlagge kümmern. Die muss nämlich mal kurz professionell entfernt werden. Und der hat keinen Nutzen. Und einfach weggeworfen, stimmt's? Ich hab sie noch. Ja, ja, so ähnlich. So, dann kommt hier unten noch die restlichen Blöcke rein. Und damit haben wir unseren Blast Furnace cool automatisiert. So.
Gut. Aber ich würde sagen, das war's dann erstmal mit der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.